Hi Leute, hier ist HiCarb Christian und willkommen zum ersten Video in 2017. Ich wollte dieses Video eigentlich schon am 1.1. machen und hochladen, aber wie ihr vielleicht auch etwas an meiner Stimme hören könnt, ich war ab dem 31. abends ziemlich krank, lag auch gestern noch fast nur im Bett und habe den Tag mit Aspirin durchgestanden. Und heute geht es mir wieder so gut, dass ich einigermaßen sprechen kann, dass ich nicht nur im Bett liege, dass ich zum Beispiel Zeit hatte, das erste Mal seit Anfang November Rad zu fahren, nur weil ich Lust drauf hatte und nicht, weil ich zur Uni musste. Und natürlich, wie es so sein muss, ist mir die Glühbirne von meiner Softbox kaputt gegangen gerade eben. Deshalb gerade das komische Licht etwas, was so ein bisschen gelblich ist. Die neue Glühbirne kommt morgen an. Was ich in meinem Video über London nicht erwähnt hatte, ist, dass ich in London eine ziemliche Realisierung hatte, wie man es auch immer nennen will. Ich glaube, das ist das treffendste Wort. Und zwar plane ich meine Städtereisen meistens so, dass ich möglichst viel sehen möchte, weil wofür gebe ich Geld aus, um eine Stadt zu sehen, wenn ich halt nicht sehe. Und London war dieses Mal anders. Ich war jetzt das 5. Mal in London. Ich habe die meisten Sachen schon gesehen, zumindest die großen Sehenswürdigkeiten. Und ich wollte einfach hin, um mich zu entspannen. Nicht, um wirklich viel zu sehen. Deshalb war in dem Video auch sehr, sehr viel von Oxford Street und Piccadilly Circus, weil ich da halt ziemlich oft war. Und ich habe dann in London auf einmal irgendwie festgestellt, du musst das nicht machen. Du musst das machen, worauf du Lust hast und nicht, was irgendjemand dir gesagt hat, was du machen sollst oder was du vermeintlich mögen sollst, sondern du musst auf dich selber hören. Und das ist etwas, was ich im letzten Jahr nicht wirklich getan habe, wo ich auch ziemlich schlecht drin bin, muss ich sagen, weil ich Sachen aus ganz vielen Gründen mache, aber oft halt nicht aus dem Grund, dass ich es wirklich möchte, sondern weil ich entweder denke, dass es von mir erwartet wird oder weil jemand anderes es möchte, aber halt nicht, weil ich es möchte. Und das ist etwas, woran ich in 2017 auf jeden Fall arbeiten möchte und auch arbeiten muss. Denn im letzten Jahr war es so, dass ich permanent unter Stress stand, eigentlich wirklich das ganze Jahr. Und ich übertreibe wirklich nicht. Also bis auf die 3 Wochen im Sommer, selbst da nicht wirklich. Ich stand halt jetzt ein komplettes Jahr permanent unter Stress und ich weiß, dass es mich körperlich ziemlich mitnimmt, dass es mich seelisch ziemlich mitnimmt und dass ich keinen Bock darauf habe. Also ich kann gut unter Stress arbeiten, auf jeden Fall. Ich kann gut Deadlines einhalten. Ich kann mich sehr gut konzentrieren für lange Phasen. Aber ich möchte das halt nicht so übertrieben machen, wie das jetzt im letzten Jahr so war. Also irgendwie war es halt so, dass ich mich oft so gefühlt habe, als ob ich jetzt keine andere Wahl habe, als das wirklich zu machen. Weil dann auch immer so viele Sachen auf einmal kamen. Und das möchte ich aber in diesem Jahr vermeiden. Weil ich das nicht kann, weil ich das auf Dauer nicht kann und das auf Dauer nicht möchte. Und deshalb bin ich froh, dass ich jetzt, wenn ich aus den Niederlanden zurückkomme, was Ende des Monats ist, also so circa 27. Januar, irgendwie sowas, ziehe ich zurück nach Deutschland und werde dann Februar und März Praktikum machen, habe dann noch 2 Wochen Zeit und dann muss ich wieder zur Uni, aber nur 3 Stunden die Woche, nur irgendwie dienstags von 2 bis 5 oder irgendwie sowas. Ich habe es mir noch nicht genau angeguckt, weil ich nur einen Kurs machen muss und meine Bachelorarbeit schreiben muss. Mehr muss ich nicht mehr machen. Der Rest ist durch die Module abgedeckt, die ich in Utrecht gemacht habe und Sachen, die ich in Jahren zuvor schon extra gemacht habe. Was mir halt jetzt beschert hat, dass ich quasi ein Semester frei habe, weil einmal die Woche zur Uni gehen ist halt wirklich so, wie man sich das Studentenleben vorstellt. Wäre es nur mal immer so gewesen. Und ja, da möchte ich währenddessen noch meinen Führerschein machen, aber mehr habe ich halt nicht geplant. Es ist so viel entspannter als alles, was ich bislang hatte. Selbst hier in Utrecht, das, was man hier machen muss, ist halt gut auszuhalten, finde ich. Also es ist zwar schon viel, aber man hat halt immer nur 2 Sachen gleichzeitig. Das heißt, man kann sich relativ gut auf die Sachen konzentrieren. Aber nicht, wenn man noch, wie ich, tausend zusätzliche Sachen hat und es passierte immer was und Sachen, die ich dann regeln musste und die hat kein anderer für mich übernommen hat, die ich nicht selber verursacht hatte. Also irgendwie musste ich das aufräumen, was andere Leute verursacht hatten. Und das möchte ich nicht mehr. Da bin ich mir irgendwie zu schade für. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Und das gehört eben zusammen zu diesem, ich möchte darauf hören, was ich wirklich möchte und was ich für notwendig erachte und nicht das, was von anderen auf mich draufgeschüttet wird. Weil ich das blödsinnig finde. Und weil das nicht der Zweck meines Lebens ist. Also ich bin Atheist, ich glaube daran, wir haben nur dieses eine Leben. Und ich möchte halt nicht auf meine Jugend zurückgucken und sagen, ich war ständig gestresst und habe nur ständig das getan, was andere Leute von mir verlangt haben, was andere Leute wollten, dass ich tue. Oder
habe halt Sachen nicht getan aus richtig blödsinnigen Gründen. Ich habe in den letzten Wochen halt sehr, sehr viel über mein eigenes Leben nachgedacht und halt darüber, warum ich Sachen mache und warum ich andere Sachen nicht mache. Und mir ist dann bei vielen Sachen aufgefallen, dass ich sie nicht mache, weil ich unterbewusst Angst davor habe. Und das sind auch die kleinsten Sachen, die für andere Leute halt vollkommen normal sind, dass ich halt einfach nicht, dass ich sie nicht tue, weil ich rational dagegen bin. Das ist halt immer nur so ein Vorwand, den ich habe. Sondern der eigentliche Grund hinter vielen Sachen ist, dass ich da Angst vor habe. Ein so ein Beispiel ist zum Beispiel Alkohol trinken. Ich habe in meinem Leben nur ein einziges Mal Alkohol konsumiert und das war, als meine Oma mir einmal eine Moncherie-Praline angeboten hat. Lange bevor ich vegan wurde. Obwohl, die sind doch vegan, oder? Ich weiß es gar nicht. Und ich fand es halt, ne, ich war irgendwie 9 oder so, ich fand es mega widerlich, hab's ausgespuckt. Und ich weiß, dass in meiner Familie Alkoholismus, ja, vorkommt. Und ich hatte halt immer den Gedanken, wenn ich auch nur einen einzigen Tropfen Alkohol trinke, dann werde ich sofort süchtig und ich werde sofort besoffen, umkippen und sowas. Und das ist blödsinnig, weil das kein guter Grund ist, um keinen Alkohol zu trinken. Es gibt tausende Gründe, warum man keinen Alkohol trinken sollte. Zum Beispiel, dass man davon ein erhöhtes Risiko für Mundhöhlenkrebs hat oder irgendwie sowas oder Zungenkrebs. Und Angst zu haben, irrationale Angst davor zu haben, dass man vor einer einzigen Flasche Bier so besoffen wird, dass man sich an nichts mehr erinnern kann und einen totalen Filmriss hat und sowas, ist meiner Meinung nach kein Grund. Und ich hatte halt keine Lust mehr mit dieser Angst zu leben und habe dann zum neuen Jahr habe ich Whisky getrunken. Nicht viel, ich glaube irgendwie 30 Milliliter oder sowas. Und guess what? Es ist nichts passiert. Es ist absolut rein gar nichts passiert. Ich habe mich nicht anders gefühlt. Bis auf, dass ich ziemlich schläfrig war nach irgendwie 20 Minuten oder so. Und ich habe mich dann halt hingelegt und es war aber eh schon irgendwie 1 Uhr morgens. Also hat das dann auch keinen Unterschied gemacht. Könnte auch irgendwie einfach nur Zufall gewesen sein oder Placebo. Aber ich weiß jetzt, dass ich von kleinen Mengen Alkohol, dass dann halt nichts passiert. Und das ist irgendwie schon ein Fortschritt für mich. Ich glaube nicht, dass ich jetzt regelmäßig Alkohol trinken werde, aber ich weiß zumindest, dass prinzipiell irgendwie nichts passiert, wenn ich mal Alkohol trinke. Und ja, es gibt zahlreiche solcher Baustellen in meinem Leben, was halt dadurch kommt, dass mir in meiner Kindheit immer wieder gesagt wurde, dass ich nicht gut genug bin, dass ich mich noch mehr anstrengen muss, dass eine 2 in Mathe nicht genug ist, dass ich ein 1 haben muss. Und dadurch habe ich einerseits habe ich einen Ehrgeiz entwickelt, eine ziemliche Verbissenheit, immer der Beste zu sein, was mich halt, ne, auf positiver Seite dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin. Also ich habe ein 1,0 Abitur gemacht, ich habe einen Notendurchschnitt von 92%, ich habe hier in Utrecht fast immer eine der besten Klausuren gehabt, mehrmals sogar die beste Klausur. Aber das ist wertlos, wenn ich mich dafür so sehr stresse, dass ich keine Zeit für was anderes habe. Und diese Balance muss ich irgendwie jetzt im nächsten Jahr finden. Und das ist einer meiner Hauptaufträge, eben diese irrationalen Ängste zu besiegen und mich auf die wesentlichen Sachen konzentrieren. Denn Lernen ist nicht das Wesentlichste. Zwar ist Geografie ein großer Teil von meinem Leben, und zwar nicht nur, weil ich studiere, sondern weil ich Geografie unfassbar interessant finde. Städtebau, na gut, physische Geografie jetzt nicht so, aber vor allem Städtebau, Humangeografie, ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, was ich jemals als Job machen könnte. Als Dozent an einer Uni zu sein und Leuten das zu vermitteln, was ich unfassbar spannend finde. Denn YouTube wird nie meine Haupteinnahmequelle sein. Das will ich auch gar nicht. Ich will nicht Fulltime-YouTuber sein. Ist halt nicht das, was ich machen möchte. YouTube ist ein Hobby von mir. Aber Geografie ist halt nicht, das ist nicht der alleinige Inhalt meines Lebens. Genauso wie pflanzlich Essen nicht der alleinige Inhalt meines Lebens ist. Ich lese unfassbar gerne, ich fahre gerne Rad und das sind Sachen, habe ich in den letzten Monaten total, total ausgeblendet und einfach überhaupt nicht gemacht. Und das war jetzt das Positive an der Krankheit. Ich hatte das erste Mal seit Monaten Zeit, mich hinzusetzen und ein Buch zu lesen. Es war traumhaft. Genauso wie ich mal Zeit hatte, wieder Rad zu fahren. Traumhaft. Und das möchte ich halt wirklich im nächsten Jahr mehr machen. Diesen Fokus auf Sachen richten, die mir wirklich gut tun und die Uni nicht immer an die erste Stelle rücken. Und ja, was die rein boring Sachen angeht, was die uninteressanten Sachen angeht, halt, ne? Wie ich erzählt habe, Februar, März Praktikum, danach 2 Wochen frei, dann halt einmal die Woche zur Uni.
Währenddessen dann den Führerschein machen parallel, denn ich bin 21 und habe keinen Führerschein. Und es ist einfach scheiße, wenn ich ständig, wenn ich irgendwas Großes transportieren muss oder so, oder was Schweres transportieren muss, meine Mutter fragen muss, kannst du mich fahren? Nein, das hat für mich nichts mit Selbstständigkeit zu tun. Ich habe da halt keine Lust mehr drauf. Ich würde mir, glaube ich, in den nächsten zig Jahren ohnehin kein Auto kaufen, weil man es hier in den Niederlanden nirgendwo parken kann. Parkgebühren kosten 4 € die Stunde in der Innenstadt. 4 fucking Euro. Die Versicherung ist teuer, Benzin ist teuer und ich brauche es halt nicht permanent. Es steht doch den ganzen Tag sowieso nur rum. Und deshalb, Carsharing, ich möchte einfach diese Möglichkeit haben. Ich möchte einfach die Möglichkeit haben, wenn ich was Schweres bewegen muss oder einen großen Einkauf mache, einfach mir ein Auto ausleihen zu können. Und dafür möchte ich dann halt den Führerschein machen. Dann, Anfang Juni fliege ich für 12 Tage mit meiner Mutter nach Korea, weil da irgendwie Pfingsten liegt so spät dieses Jahr. Und da ist halt Pfingsten, ich habe Pfingstferien an der Uni, wir haben eine komplette Woche frei. Und ja, das nutzen wir, um nach Korea zu fliegen und dann so ein bisschen die Ostküste abzuklappern. Da kommt nochmal irgendwann ein genaueres Video dazu, wenn die genaue Route steht. Dann habe ich, wenn es gut läuft, so in den ersten Augustwochen mein Bachelorzeugnis. Und wenn es dann noch perfekt läuft, ab 1.9. ein Studienplatz für den Master in Urban and Economic Geography hier an der Universität Utrecht. Die Bewerbung habe ich eingereicht und ich dürfte Ende Januar eine Rückmeldung bekommen und ich bin wirklich äußerst gespannt. Und ich hoffe, dass das klappt, weil ich da seit 2 Jahren darauf hingearbeitet habe und das wäre sehr schön, wenn das funktioniert. Und ja, das sind so grob meine Pläne für 2017. Und ich glaube, das war's für dieses Video. Das ist mein zweiter Versuch, dieses Video aufzunehmen. Und ich hoffe, das ist jetzt besser geworden als der erste Versuch, denn ich nehme das nicht nochmal auf. Jo, wenn ihr mich abonnieren wollt, dann abonniert mich gerne, denn man kann. Oh, ihr seht wahrscheinlich ist diese komische Bubble mit meinem Gesicht da, weil man diese tollen neuen Endsachen mit YouTube machen kann, die man nicht mehr mit Final Cut selber machen kann, sondern die YouTube jetzt animieren kann. Das ist unfassbar praktisch. Das ist so eine Arbeitserleichterung. Jedenfalls. Wir sehen uns in einem weiteren Video, vor allem jetzt, wenn die Glühbirne für die Softbox ankommt. Wir sehen uns, bis dann.